Dann motzt man nicht mehr über das Wetter, über den Nachbarn, über das, was gerade passiert ist. Man beschwert sich auch nicht mehr über eine Rechnung. Man beschwert sich über gar nichts mehr. Weil Beschwerde ist niemals der bestmögliche Gedanke. Das heißt nicht, da komme ich gleich drauf, dass man alles über sich ergehen lässt. Es geht noch weiter. Also bestmögliche Gedanke. Zweitens, wähle stets das bestmögliche Gefühl. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, wie kann ich denn Gefühle wählen? Die überkommen mich, die überrollen mich. Was soll ich denn da machen? Ich fühle mich immer so schlecht. Naja, erstens hat das sehr viel damit zu tun, dass du nicht den bestmöglichen Gedanken denkst. Da kannst du schon mal mit anfangen. Und zweitens hat es damit zu tun, dass du noch nicht gelernt hast, wie man solche Dinge switchen kann. Okay, ich kann euch jetzt hier nicht alles weitergeben, was wir in einem riesen Jahrestraining machen, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, du kannst ja mal im Alltag gucken, was verschafft dir denn gute Gefühle? Manchmal ist es auch ein Blumenstrauß, den ich mir selbst kaufe. Manchmal ist es aber auch nur, oh, ich gehe jetzt mal raus und gehe einen schönen Cappuccino trinken und gehe ein bisschen spazieren. Diesen Switch machen im Nervensystem und im Bewusstsein, um dafür zu sorgen, das bestmögliche Gefühl zu haben. Lasst euch niemals einreden, das wäre jetzt Verdrängung oder so etwas. Nein, das ist hochprofessionelles Umgehen mit sich selber. Wer euch sowas einredet, hat keine Ahnung, wie die Dinge funktionieren. Weil du nimmst dich mit, du nimmst das mit, das Gefühl in die Gitarre, du nimmst es mit, das Gefühl in den Spaziergang. Du nimmst es mit in den Cappuccino und bringst es in eine Transformation, indem du es verwandelst, diese Energie in dir, nicht indem du etwas verdrängst.